So, schönen guten Abend, willkommen zum dritten Part von Killing Floor Summer Events 2014. Heute mal mit der letzten Wellenmap Sirenish Bleach, eine englische Kleinstadt irgendwo am Arsch der Welt. Ja. Das ist auch nur noch die letzte Wellenmap. Im nächsten, letzten Part geht's dann zum Objective-Modus und. Moment. Hallo? Ah, okay. Aber mir ist nämlich beim Starten des Spiels nämlich aufgefallen, dass ich noch vergessen habe, mein Aufnahmeprogramm zu starten. Und ja, da war dann Killing Floor auf einmal jetzt gerade in Fenstermodus und jetzt ist es aber voll bitte und alles so, wie es soll. So. Sanitäter hat beim letzten Mal nicht so schön geklappt. Ah, nehmen wir mal Kommando. Bereit. Oh. So, ja. So, zum Map gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ist, vielleicht müssen wir so sagen, Standard. Nein, der Shop ist irgendwo über mir. So. So. Hm? Was ich. Ah, hier. Gut. So, Rüstung und. Was nehme ich dann? Ja. Gut, habe ich nicht so viel Auswahl. Nehme ich mal die M4. Okay, kann ich mal kurz schauen, was war denn noch mit der Sammelkack? Kurz mal überlegen, wie das Zeug aussah. Ich glaube, das war auch irgendwie so ein komisches Teil. Ah ja, Beersteins. Keine Ahnung. So gut ist mein Englisch leider nicht. Da habe ich keine Ahnung genau, was das genau heißt. Ja. Der hat einen guten Drink. So. If you live long enough, I'll be here. Ah. Ah, fuck. Kommt schon. Ja, ich hoffe mal, dass King Floor auch so einen guten Soundtrack haben wird für jetzt hier in Teil 1. Oh, schon direkt hier. Gut. So, ein bisschen Muni und mehr brauche ich eigentlich irgendwo noch nicht. Zur Map hier, naja, gibt's auch nichts Besonderes zu sagen, als eine kleine englische Kleinstadt.
Soll, glaube ich, irgendwie eine Fabrik sein, glaube ich. Sonst das wäre, glaube ich, ein Hafen, also so eine kleine britische Hafenstadt. Ah, okay. Sind da Organe drin, oder? Können wir das hier noch von der Leiche, oder? Okay. Okay, und die nächste Welle kommt schon. They're guns, boys. You know what to do with them. Ah, ich hab euch gefragt. Invisible women, huh? Oh, great. I'm moving. See you when you've got the job done. Get out before she gets too close. Oh oh, eine Sirene. Fuck, und ich muss nachladen und. Halt die Fresse! Oh, eine Ecke, das ist nicht sehr schön. Ja. Oh, hier. Ah. Was auch, was ich gehört habe. So, die M4 verkaufen mal und nehmen uns mir das Essen. Na, warte mal. Das MBK-42 und ein Granatwerfer. Oder? Geht das? Ah, okay, geht doch. So. So. Hier liegt noch ein bisschen Muni rum. Ja. Okay, jetzt versuche ich mal irgendwo woanders hinzugehen und Timmy mal was anderes von der Map zu zeigen. So. Und gleich geht der Wahnsinn wieder los. Ah, schon. Quasi schon eine Liste runter von den Patriarchen. Und. Oh, oh. Fuck! Lass mich. Fuck, 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 fuck! Fuck! Das war jetzt nicht gut. Ah, versucht, dass ich dich gehört habe. Puh, das war knapp. Okay, ja, hallo? Wo bleibt der Letzte?
Ah, ich... Okay, da haben wir den Traum. So, dann machen wir es mal anders. Erstmal eine Rüstung brauche ich wieder. Das war wohl ein Fehlschlag. Nehmen wir mal... das liebe Ding hier. Und... was habe ich noch? Ja, eine Shotgun wäre noch praktisch. So. Gut. Da. So. Irgendwie laufe ich hier nur an den gleichen Stellen rum. Naja. Ja, Warenhaus und Zug beladen. Ah ne, ist eine Zugstation, kein Hafen oder so. Okay. Ja. Boss, schnell hinterher, bevor er sich heilen kann. Scheiße, das war ein Fehlschlag. Ingo. Was? Wo? Wo? Ach, da oben. Ah. Moment. Kurz nachladen. Wow. Ha, geschafft, ey. Und da fliegt er schon in Fetzen. Ja, gerade nochmal gut gegangen. So, das war nun Siren's Bleach. Im nächsten Part, im letzten, dann die Objective-Mission.